Servus Leute, zurück zu Let's Play Solastar. Wir haben das letzte Mal die thermarischen Ruinen erreicht. Und die sehen faszinierend aus. Wir haben erstmal eine hier Klippe und hier sehen wir auf jeden Fall einiges an Stuff. Aber wir sehen auch, wie der Name schon sagt, Ruinen. Und da vermute ich Dinge. Ah. Mörder. Mörder. Halsabschneider sind unbekannt? Hätte ich nicht erwartet, muss ich zugeben. Aber das akzeptiere ich absolut. Und die schieße ich natürlich auch gerne von ihrem hohen Ross. Tigerdrache. Moment. Moment. Wo ist hier ein Tigerdrache? Oder anders ausgedrückt, was ist ein Tigerdrache? So, ein Stückchen nach vorne, gefährliche Stelle hier, da könnte man runterfallen. Aber dann, ich mach mal Stufe 2. Das sollte safe sein. Jawohl. Hier haben wir auf jeden Fall eine Position. Hier haben wir eine gute Position zum Verstecken. Da kannst du dich gut verstecken. Oder leicht runterfallen. Da hinten ist jemand überrascht. Das ist weit weg. Not gonna lie. Hier ist eigentlich eine gute Position zur Defense. Gehen wir dort hinten hin und verstecken wir uns. Die Gegner sollen uns suchen. Und dann... Oh, zwei Tigerdrachen. Moment, waren da schon immer zwei? Schön sneaky beaky. Ich habe keine Ahnung, wo Tigerdrachen so. Dort unten nicht. Da hinten auch nicht. So. Ah, problematisch. Auch problematisch. Hier ist eine gute Position. Eigentlich eine gute Position. Generell eine gute Position. Guter Schutz. Gut verdeckt. Keiner sieht mich. Ich könnte mich noch weiter verziehen. Warum? Welchen Zweck hat es, hier herumzuschleichen? Hier diesen Umweg zu haben? Welchen Sinn und Zweck hat es, diesen kleinen Weg zu haben? Hier gibt es nichts. Hier gibt es keinen einzigen Grund. Wenn ich Spurten mache, ist das jetzt auch nicht das Beste. Das war schlecht, dass ich sie da runtergeschickt habe. Rutscht zwei bloß nicht aus. Der Fall ist tief hier. Oh, da kommt der Erste. Natürlich! Und der hat alle auf... Der wusste erstens, wo alle sind. Ah, das ist doch Hacking. Hacking-Tour. Da. Hackt sich zu Tode. Ich weiß gar nicht, wie stark du bist. Oh, du hast ein bisschen Leben. Du hast tatsächlich ein bisschen Leben. Also ein bisschen... Schaden machen muss ich auf jeden Fall. Ja, natürlich. Jeder weiß jetzt, wo ich bin. Na super. Auf den Drachen erstmal. Tigerdrache hört sich nicht kampfunfähig. Am Boden liegend. Wer, wo, was, warum? Oh, du hast ein bisschen Leben, hast du. Ja, okay. Der nächste. Okay, die können auf jeden Fall ziemlich nah herkommen immer. Das sehen wir schon mal. You activated my trap card. Bam.
So, Magie. Könnte ich den dort hinten irgendwie... mit Bienen kann ich den nicht loswerden, oder? Das ist zu schwach. Simples Feuer? Auf einen Feuerdrachen? Ja. Okay. Also, nee, du bist... Ich weiß nicht, ob du... da, der Nächste. Das war der, der irgendwie ausgenockt war. Warum auch immer. Kannst du auf den auch ordentlich draufhauen? Nein, das ist schade. Das ist sehr schade. Der hat anscheinend über 14. Rüstungsklasse. So, der wird gleich shooten. Nein, wird er nicht. Der will angreifen. Scheinbar. Das ist gut. Das hat gut wehgetan. Der darf aber auch mal zuschlagen. Das ist mit 17 Fehlschlag. Oh ja. Das ist gut. Der will abhauen. Nix gibt's hier. Und du willst in den Nahkampf? Na gut, dann kämpfen wir im Nahkampf. Oder auch nicht. Na toll. Ein Schaden. Ich brauche bessere Dolche. Damit ich jemanden erdolchen kann. Von da aus kannst du sehen und dann kannst du auch shooten. Wir shooten normal. Ganz normal. Billo. Ich weiß leider nicht, wo ich ausholen kann. Deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig vorgehen mit meinen Zaubern. Nicht, dass ich hier nicht in der Nähe eine lange Rast hätte. Ah, das ist schweres Gelände. Selbst mit Spurten kommt man nicht sehr weit voran. Ja, die bewegen sich auch ziemlich schlecht. Zurückziehend. Na gut. Satz mit X. Absolut nix. Gut, wenn... Nein. Ach, shit, zu spät. Ich habe die Waffe schon gewechselt. Weil da hätte ich eigentlich hinterhergehen müssen und einfach abschnetzeln. Das wäre das klügere Vorgehen gewesen. Das geht... Ei, Karamba, könnte man hier hochgehen. So, kümmere dich mal um den, bevor der abhauen will. Ja, überspringen. Schade. Beim nächsten Mal hätte ich nämlich Niederstrecken gemacht. Hey, bleib hier. Feiger Hund. Kannst du den runterholen? Jawohl. Ja, das war der Versuch. You should have fled. Ja, wenn es in seiner Möglichkeit gewesen wäre, hätte es vielleicht gemacht. So, wir sparen uns hier ein bisschen Pfeile und... Schade. Wir schießen ein paar Pfeile. Der ist zwar leider in Deckung, aber naja. Verstricken? Nein, nicht notwendig. Das war nichts und jetzt rennst du weg. Natürlich. Ja, auch noch in Deckung. Stell ich mich mal in den Weg. Ach, sie sind lästig, dass sie wegrennen. Die sollen hier bleiben und kämpfen. Oh, Crit! Ja, es war auf jeden Fall nicht schlecht. Und jetzt kommt Bandis. Jawohl. Ordentliche Erfahrungspunkte gab's. Das ist eine... Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Warum wird das hervorgehoben? Diese Tür öffnen oder zu schließen? Wo ist denn der Loot von denen? Strength. Ah!
Lol. Oh, ihr seid aber auch klug. Okay, man kann es kaputt machen. Warum man das machen sollte? I don't know. Ihr habt doch mir den Hinweis gegeben, ja, die Items hier, die sind... Wenn ich sie selbst verkaufe, sind sie wertvoller. Klar, glaube ich. Also, dass die Plünderer einen kleinen Vorteil davon haben, dass sie hier den Loot sammeln, ist mir durchaus bewusst. Aber das ist mir der Komfort wert. Dass die etwas mitverdienen daran. Das ist es mir absolut wert. Kriegshammer. Nichts Weltbewegendes, nichts Hervorragendes. Die Schriftrolle ist was Schönes, das nehme ich auch mit. So, wohin musst du auch klettern oder hüpfen oder so? Aha. Da bin ich mal gespannt, wie du jetzt hier kletterst. Gut, dass du athletisch bist. Das ist hier sehr wichtig, würde ich behaupten. Wir sehen hier voll den Friedhof, aber wie kommen wir dorthin? Ah, wahrscheinlich hier rum. Das Pfeile plus eins. Kann es sein, dass wir, da wir es jetzt herausgefunden oder schon einmal identifiziert haben, auch jeweils immer herausfinden können? So, die Frage ist, hierhin. Wie kommst du... Ah ja, dahin kommst du nicht. Warum? Ach so, weil der Weg von da eher ist. Okay. Na gut, dann... können wieder alle sich zusammenziehen. Dort runter komme ich erst später. Ich schaue mich hier ein bisschen um, sehe hier aber nichts von Bedarf. Gut, schleichen. Hier waren schon ein paar Drachen, hier waren ein paar komische Goblins, ein paar stärkere Goblins. Hier ist ein Lager von Goblins oder was, oder Behausung von irgendwas. Diese Staubwolken deuten eher auf Untot oder zumindest schon lange verlassen. Ja. Fokus, danke. Schon lange verlassen. Von hier? Wo? Von da? Was? Woran? Ah, ist anscheinend ein Goblin-Hort gewesen oder ein kleines Goblin-Versteck. Ja gut. Haben wir uns drum gekümmert. Dass die auch kleine Drachen hatten, das war schon eher beunruhigend. So, was haben wir hier? Ja, ein Weg zum Friedhof. Interesting, interesting. Bisher sehe ich keine Gegner, keine Späher, nichts dergleichen. Ha! Ha! Ich will nichts gesagt haben. Wir haben hier Goblin-Hall, Goblin-Schamane, Halsabschneider, Goblin-Schamane, Halsabschneider, 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 Schamane, Halsabschneider, Halsabschneider. Ist das nicht was Herrliches? Ich würde fast vorschlagen, wir begeben uns auf eine vorteilhafte Position diesmal. Eine sehr vorteilhafte Position. Ach, du... Doch, du kannst da hoch. Du bist doch gut im Klettern. Natürlich kannst du da hoch. Oh, Moment. Interesting. Kommst du da auf einen an... Ha, eventuell kommst du durch einen anderen Weg dorthin. Aber ich denke mal, erst machen wir diesen Kampf. Wen kann ich denn shooten von hier aus? Niemanden. Schade. Bisschen belastend, finde ich das. Dann muss ich doch leider ein Stückchen näher an die ran. Vielleicht kann ich ja danach irgendwas abschießen. Niemand in Reichweite. Was ist denn das für eine Belastung? Ah, der Goblin-Schwan. Seh mal einer her. Legen wir los. Oh, da unten ist noch einer. Was sind einige? Oh, shit.
Jo. Hast du fein gemacht. Tja. Kraft einsetzen. Darauf. Oh, damit hätte ich auch darüber gekonnt, mit Sicherheit. Too late. So. Die müssen sowieso alle erstmal drankommen, deswegen. Deswegen würde ich erstmal Schutzzauber oder generell Zauber. Konzentration ist immer blöd. Segen haben wir auch nochmal. Magie bannen. Schade. Die Reichweite für einen Feuerball ist leider auch sehr begrenzt. Dann bereiten wir einen Fernkampfangriff vor. Du hingegen, du kannst das machen. Du kannst segnen. Dich, dich und dich. Die Kämpfer sozusagen. Und dann stellst du dich tatsächlich auch nach vorne, damit sie ein Ziel haben. Im nächsten Zug zumindest. Also, die haben alle viele Lebenspunkte. Oder zumindest brauchbare Lebenspunkte. Hast du irgendwas, mit dem wir uns ein bisschen buffen können? Ja, gut. Bees, not bees! Mist, ich kann den Goblin-Schaman da nicht erwischen. Aber von da. Aber davon da ist auch ein schönes Ziel für. Ich hab doch hier gerade was gesehen. Ich konnte doch irgendjemanden anzielen. Deswegen bin ich hier hingegangen. Ah, die Bienen haben keine so hohe Reichweite. Super. Super, Milady. Super. Das ist eigentlich eine blöde Position hier. Vielleicht wäre es klüger gewesen, einfach reinzurennen. Der heilt sich wieder, ist okay. Sie, Feuerballgänge. Ja, das ist alles schlecht. Gehen wir mal weiter vor. Ah, der ist hingefallen. Lol. Noob. Das ist doch ein gutes Ziel. Nice. Down und zumindest stark angeschlagen, der Liegende. So, Sengende. Na, könnte ich machen. Brauche ich aber nicht. So geht das auch. So. Es hat begonnen. Schöne 19 Schaden. Der hat auch bloß 22. Ne, der hat mehr. Achso, wer hat denn der 22. Der Schamane. Warum haben wir welche mit 33 und hier welche mit... Hä? I don't understand. Ja, mach mal doch verstricken. Festgesetzt, gut. Dann kann der sich nicht weiter bewegen. Auch der ist hingefallen. Ach, ist das witzig. Auch der ist hingefallen. Ja, wie geil ist das? Die liegen alle da. Die liegen da alle rum. Nice. Mir gefällt die Position doch langsam ganz gut. Haben wir noch einen Feuerball? Weil die sind gerade wieder in super Positionen. Tatsächlich, dort oben liegt einer, da unten
Wieder an drei Positionen. Geil. Und... okay. Haben alle überlebt. Aber sind stark angeschlagen. So, wie es sein muss. Wisst ihr was? Ich kann runtergehen und den verdreschen. Genau. Und dann kann ich auch nach vorne. Schild des Glaubens wäre noch nicht schlecht. So, das ist ein Halsabschneider, ein Halsabschneider, ein Goblin. Wow, ein Crit. Ach du Schande. Und wird denn gefallen? Ich find's witzig. Merkt man auch gar nicht. Weil jetzt ist es schon wieder zu Ende. Das war ordentlich. Wir haben ein Level Up. Wir haben ein Level Up geschafft. Jetzt brauche ich einen Ort für eine lange Rast. Bitte. Das wäre superb. Bolzen, Pfeile, Rationen. Pfeile. Sind das irgendwelche besonderen Pfeile? Sehr schön. Soll ich weiterschleichen? Also im ersten Gebiet hier kann ich, glaube ich, muss ich erstmal nicht zwingend schleichen. Jetzt kann ich hier looten. Hier kann ich looten, dort oben kann ich looten. Wen meinst du? Mich? Vielen Dank. Achso, nee, weil er geklettert hat wahrscheinlich. Ja, klettern. Gräber. Suspicious, sehr suspicious. Verdächtig. Gönn dir das Geld. Das Geld ist nice. So, von hier kannst du darüber. Was? Natürlich kannst du darüber. Hä? Dahin kommst du nicht. Warum kommst du da nicht hin? Wie kämst du denn dorthin? Muss ich da irgendwas machen? Schau dir mal das an. Warum? Interessant. Was kann ich hiermit machen? Was ist hier alles? Ein paar Pflanzen. Hier ist jede Menge Stuff. Hä? Okay. Interessanter Weg. Aber für Loot tun wir alles hier. Antikes heiliges Symbol. Tagebuch von Edman. Soll ich ein Tagebuch für bestimmte Ratsfraktionen immer? Sicher von großes Erzeugnis, wie weitreichend der Fall. Kleines Kästchen. Ein altes Holzkästchen. Es ist jetzt eine Woche her, dass wir an diesen elenden Ort gebracht wurden. Ich fürchte, die Göttinnen und Götter haben uns verlassen. Von unserem Kloster fehlt lediglich der Tempel und seine beiden Priester. Stattdessen gibt es nun diese merkwürdige Konstruktion. Sie befindet sich gerade so außerhalb der Reichweite des Piers, sodass wir sie nicht einmal betreten können. Alle Überlebenden haben Angst. Sie wenden sich an mich auf ihrer Suche nach Trost. Doch ich nur ein Novize und noch kein Priester. Genau wie sie bin auch ich vor Sortar und seinem abscheulichen Diener geflohen. Ich weiß nicht, wo wir sind, doch wir sind weit von zu Hause entfernt. Unser kleines Tal ist eine kleine Einkerbung Tirmas. Doch wo es ist, das weiß ich nicht. Fremdartige Kreaturen streifen nachts umher. Doch aus irgendeinem Grund wagen sie es nicht, unser Tal zu betreten. Gestern Abend habe ich meine Tochter zu Grabe getragen. Sie starb ebenso sehr aus Verzweiflung wie durch den Erdrutsch und das Erdbeben. Jetzt erwarte ich mein eigenes Ende. Reisender, wenn du das liest, sprich ein Gebet für unsere Seelen, denn ich vermag es nicht mehr. Ich entsage den Göttern, deren Torheit uns hierher gebracht hat. Hierher brachte. Ich verfluche sie allesamt. Die Bestien sind mutiger geworden, doch sie meiden noch immer unser Tal. Schade eigentlich, ich könnte das Fleisch gut gebrauchen. Korn und Gemüse genügen mir zum Überleben, doch die Einsamkeit macht alles schwerer und meine Kräfte schwinden. 40 Jahre sind nun vergangen. Ich bin der Letzte und inzwischen ein alter Mann. Ich habe sie alle zu Grabe getragen. Alle. Doch ich brachte es nicht übers Herz, die letzten Riten zu vollziehen. Nein, die Götter lassen uns hier verrotten und ich weigere mich, ihnen unsere Seelen zu übergeben.
Letzte Sandglutkloster. Okay, Moment, du hast nicht die letzten Riten gemacht, dann sind da noch Untote unterwegs? Du hast nicht die letzte, da ist der Pier, von dem gesprochen wurde. Oh, was haben wir denn hier Feines? Ja gut, alles plündern. Kältekegel. Kältekegel. Das finde ich ein bisschen sexuell. Anregend. Hier sind noch Blumen, die du plündern kannst. Und dann haben wir lauter Gräber, die wir uns mal genau anschauen sollten. Sicher, sicher. Da du jetzt diesen nimmervollen Beutel hast, kannst du einiges tragen. Kannst du eigentlich alles tragen? Ah. Da bin ich mir sicher. Das kannst du umstoßen und dann schauen wir mal, wie du weiterkommst. Genau, wenn du es umstößt, kannst du darüber springen. Oh, das habe ich gar nicht gecheckt, anscheinend. Oh, in die Richtung sogar. Das hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, der Schubs ist jetzt darunter. Hätte ja auch gereicht zum Rüberspringen. Bitte nicht fallen. Das könnte tödlich enden. Staubbeutel. Verbrauchsgegenstand? Ein Beutel für durchscheinenden Pulver. 5 Minuten. Okay. Sagt mir jetzt nichts. Heilmittel. Die Herstellung. Magnesium und... Habe ich sowas noch nicht? Silberbrosche. Lederrüstung. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes dabei. Ich nehme es trotzdem alles. Geld gibt es alle Male. So, ihr könnt wieder zu euch zusammenfassen. Ich habe, glaube ich, hier... Moment, auf der Karte kann ich auch nachschauen. Habe ich alles... Ah ja, genau, da habe ich nicht, da habe ich nichts gelootet. Mondbuschtruhe, das finde ich gut, diese Übersicht. Korb leer, leer. Dort oben ist noch ein Kriegshammer. Friedhof. Dann versuchen wir mal, diesen unbekannten Inhalt zu looten. Das war eine Kiste, oder? Ja, die könnte... Na, wobei... Doch, die könnte verschlossen sein. Also eher ein Job für dich. Schauen wir mal, ob du da durchkommst. Und dann geht's da weiter. Scheinbar. So, kommst du? Ja, irgendwie kommst... Genau, du kommst irgendwie darauf geklettert. Okay. Just loot. Stimmt, du hast auch theoretisch... Du hast auch theoretisch mehr Platz im Inventar. Finde ich eigentlich geil. So, dann kannst du natürlich auch viel mehr tragen. Loot zum Beispiel. So, hier den Weg frei machen. Allianz, glaube ich. Wir machen den Weg frei. Ah, du willst gar nicht den Weg nutzen, weil es so schneller geht. Ja gut. Wie gesagt, ich hätte gerne jetzt ein Rastfeuer. Das wäre superb. Was haben wir hier? Kein Rastfeuer zumindest. Wir haben... Hier war mal Wasser, wie es scheint. Oh, hier geht's auch irgendwo hin. Und hier sind die ganzen Gräber. Und dort unten ist Loot. Mich interessieren die Gräber tatsächlich. Es wurden keine letzten Riten vollbracht. Alice Fran. 2013. Alice and Fran. 12. 12 Jahre bloß. Das sind viele Kinder, scheinbar. Na, was fängt älter als ein Kind? Okay, du hast hier... Hier wurden alle zu Grabe gebracht. Eine traurige Sache, aber gut. Also, was will man machen? Ihr könnt da runter. Interessant. Wollen wir da runter? Eigentlich nein, oder? Ich sehe keinen Grund darunter. Darauf komme ich nicht. Hier käme ich entlang, aber ich wüsste nicht, wozu. Hier wäre ein Stein zum Wegrucken. Dann komme ich auch an den Loot ran. So, ich suche hier.
Hier sind lauter Goblins gewesen, also erwarte ich noch mehr Goblins. Mausoleum. That's the only Celestian building in the neighborhood. That must be it. Better be sure. Oh shit. Ja, okay. Vielen Dank, dass du mich einfach hier hingestellt hast. Was ist das hier? Ist das ein Rätsel? Was ist das? Ah, da unten ist ein Rastfeuer. Das ist schon mal beruhigend. It looks like a pattern that needs to be reproduced in some way. Maybe this only works at night. Okay. Maybe this works only by night. Tatsächlich, ich will erstmal rasten. Also ich will nicht unbedingt, dass es Nacht ist, ich will einfach rasten. Weil Level up. Level up ist wichtig. Wartet auf den Mond, löst das Rätsel. Okay. Vielleicht machen wir doch das zuerst. Bei Nacht sind hier keine Gegner. Gut, 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 gut. So, das muss nachproduziert werden. Was passiert, wenn ich da sowas anklicke? Das ist nicht so richtig, würde ich behaupten. Ah, okay, verstehe. Oh shit, wollte ich das? Who art thou? Old Elvish? We are friends, my lady. The master sent you? Which master? How dare you? Dare what? Come outside and look around. But it's impossible. Where am I? It's called the Badlands. No. I was in the Erelai, the heart of the Empire. I must find the Master. Kitaela. My name is the Shield. No. My name is Kitaela of the Shield, whatever the Shield might be. Was? Erelai? The heart of the Empire? Yes. This tower was in the Erelai, a haven of peace. Du hast das richtige Wort gesagt. Wars. Which master are you talking about? The master of... I can't remember. Ein Schild? Was willst du mit What einem Schild? What is this shield you're talking about? The shield is the master. And the master is the shield. But tell me, what happened? A thousand years ago, the Cataclysm ravaged the Empire. Cataclysm? My lady, what is the last thing you remember? I don't remember any cataclysm. I remember a large room. People speaking about a rift. A great threat to the Empire. Strange creatures with strange powers. Ihr meint den Riss. Are there more than one? Und wahrscheinlich mit den Kreaturen, die Zorax gemeint. Wir kennen sie aus der Vision. Strange creatures. Yes, the Zorax, of course. No. They were called humans. Strange beings. With magic that was not arcane. They actually looked just like you. Fascinating. You witnessed a council of war. Can you recall anything else? One of the beings was wearing this crown, scintillating with gems. They called him Magister, with the utmost respect. But you are not him. Where did you find this crown? Funken? Einfach die Frage. Scintillating with gems, you say? Yes. The crown was set with 8 large gems.
We found this crown in another part of the Badlands. There are no Badlands. Just look outside, lady. The Badlands are real. We had to fight Sorax to get the crown. Sorax? The scourge of humanity. They ran the humans out of Tiamar and came here to finish the job. The humans weren't the enemy? Sie waren Flüchtlinge. No, they were refugees fleeing the Sorax. Refugees? Eager to join the enlightenment of the Empire. Slavery is an enlightenment. Those days died with the Empire. Silence, wretch! The Empire can't be dead! The Empire died with the Cataclysm. And even if it galls me to admit it, it saved Celasta from a horrible fate. Their combined forces assaulted the Rift. There was mention of the Rift in the Aerali. They managed to close it, but triggered the Cataclysm, ushering a Dark Age. The Dark Age? Those Badlands you mentioned? Yes. 1,000 years rebuilding after near extinction. It can't be! I still feel the Master, and I must find him. Times have changed since you last traveled in the Empire. Still, I feel the pull. The pull? Yes. A pull to get to the Copper Veil of Remembrance. Take me there at once, and I shall name you favored servants. The Copper Veil of Remembrance? Yes. A fortress and place of rest for fallen heroes. Roughly in this direction. Erstmal, hier gibt's glaube ich einen Übersetzungsfehler. Hier wird dauernd von einer Meisterin geredet. Allerdings hat sie doch gerade Him zugesagt. Him ist männlich. Außer die haben auch irgendwelche so Genderprobleme im amerikanischen Raum. Copper? Fortress? Hm, sounds like the Vale of Copperan. We are no one's servants, favored or otherwise. Traveling companions, then. You can tell me of this cataclysm on our journey. You seem very certain that we'll go with you. Of course. You wouldn't let a lady cross those Badlands alone, surely. Oh, tatsächlich. Sie muss... My beautiful river. Broken and stained. The pull. The pull. Wir müssen das... Wer bist du? I'm coming. Was bist du eigentlich? Humanoid? Du kannst schleichen, du kannst ein bisschen zaubern. Sieht aus wie ein Schurke. Schwacher Schurke. Noch dazu. Gut. Aber wir rasten und leveln jetzt erstmal. Wir haben es verdient. Das war unerwartet tatsächlich. Ich habe jetzt eher mit einem Dungeon oder sowas gerechnet und nicht mit einer schlafenden Elfe aus einem sehr, sehr alten Land. Sehr, sehr alten Zeitalter. Das ist Stufe 7. Vulkanischer. Befreundete Gegner erhalten Feuerresistenz plus 1. Und plus 1 auf die Rüstungsklasse. GG. Du hoffentlich auch. Absoluter Hammer. Schwache Genesung ist okay. Magische Waffe. Ja, bleibt okay. Nice. So, bei dir. Oh, du kriegst mehr Zauber. Und entrennen. Wenn du einen Flächeneffekt ausgesetzt bist, der dir es dir erlaubt. Also wie Feuerball. Leidest du Auto schon die Hälfte. Gar keinen Schaden mehr. Okay. Sehr gute Fähigkeit. Bei einem Feuerball könntest du komplett entrinnen. So, du hast jetzt auch Stufe 2 Zauber. Unsichtbarkeit, das ist schon ziemlich cool. Unsichtbares Sehen. Und alle haben einen Nachteil, das war auch ziemlich cool. Ich kann nur eins auswählen. Du kannst unsichtbare Kreaturen. Ich sehe tote Menschen. Nee, aber Verschwimmen ist eigentlich ziemlich stark, wenn es so in den Kampf geht. Zauberplätze Stufe 7. Was, bloß eine? Hm. Moment, ach, bei dir wollte ich Zauber vorbereiten, geht aber nicht. Zauberstufe 4. Hm.
Steinhaut ist ziemlich stark. Steinhaut ist Diamant. Ach, Diamant, mindestens 100 verbraucht. Ah, da braucht man eine Komponente. Weiß ich gar nicht. Wird da das Gold abgezogen oder wenn man keinen Diamanten so in etwa hat? Massenheilung, Tageslicht, Magie bannen, Gebet der Heilung. Personenfest. Beistand brauche ich nicht. Einer bloß? Einer bloß? Ja, hört sich witzig an. Verbannt eine Kreatur. Oh, das kann ich. Warum konnte ich jetzt zwei? Ich habe doch bloß Beistand weggemacht. Egal. Bewegungsfreiheit und Verbannung. Wobei Todesschutz oder davor auf 0 Trefferpunkte zu fallen. Ah, gegen Todeszauber. Noch haben wir keine Banshee als Gegner oder so. Aber das ist sie eine Banshee. So alt wie sie sein könnte. So, auch bei dir. Magie. Und du darfst 2 auswählen. Magie Stufe 4. Als Magier. Eissturm. Den habe ich ja schon beim letzten Mal gebraucht. Oder mir gewünscht. Ja. Oh, und Dimensionstür haben wir dann auch. Feuerwand. Oh. Kreatur identifizieren. Oh, auch lustig. Macht natürlich nur Sinn, wenn man... Beschworene Kreaturen. Nice. Rieseninsekt. Was haben wir denn? Ach, hier gibt's viele gute Sachen. Das ist alles gut. Ich nehme aber... ich nehme Eissturm, um was anderes zum Feuerball zu haben. Und Dimensionstür tatsächlich. Weil das ein sehr... Nein. Nicht Dimensionstür. Davon habe ich doch genug in der... davon habe ich doch genug in meinem Beutel. Das kann ich mit Sicherheit lernen. Dann nehme ich stattdessen... Tatsächlich habe ich noch keinen schwachen Elementarbeschwören gesehen. Zauber vorbereiten. Was hast du dir automatisch gegeben? Spinnenklettern. Komm, das braucht man immer. Schlaf. Wird nicht benötigt. Dafür nehmen wir das und das. Hast du es auch geil. Das ist auf jeden Fall mal Stufe 1. Das ist auch immer ganz wichtig, dass das manchmal situationsbewusst ganz brauchbar. Klopfen ist manchmal nützlich. Nebelschritt ist ganz okay. Säurefall nutze ich tatsächlich selten. Bis gar nicht. Naja, eigentlich ist es schon gut. Eigentlich ist und bleibt es immer noch gut. Aber ich hätte gerne Hast. Naja, oder Magiebann. Ich hätte gern alles. Gut, okay. Stufe 4. Einen neuen NPC-Freund dabei. Ich gehe davon aus, ich muss in diesem Gebiet bleiben. Ich weiß es nicht. Wir werden uns auf jeden Fall das neue Gebiet hier noch weiter an... Das müssen wir noch looten, das müssen wir noch looten. Und dann... Das hört sich dann einem Bären an. Okay, wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Aber das erst beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.